Schaut euch das an. Schaut euch das an. Ich habe verstanden, wie es funktioniert. Hier ist dieser Rahmen, den wir bekommen haben. Und hier unten kann man Filter einstellen und hier die Rahmen und so. Alles super. Ich wollte extra nachgucken, habe ich ja versprochen. Ist das nicht toll? Und ein Foto schießt man, indem man einen Screenshot aufnimmt. Ja, wisst ihr Bescheid? Ja, so funktioniert das. Wir stehen hier in einem schönen Ründchen. Ja, ich habe es verstanden. Interessant. Es hätte ja ruhig auch schneller gehen dürfen. Ja, es hätte wirklich schneller gehen dürfen. Ich habe es halt wieder zu spät wieder verstanden. Wie ihr seht, habe ich das Panzerschwert an. Ich habe ein bisschen rumgemacht mal wieder im Menü. Ja, ich habe erstmal Materia auch angepasst. So, erstmal Panzerschwert, ganz kurz dazu. Wir haben den Impulshieb immer noch nicht gelernt. Habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt gehabt, dass ich das noch machen wollte und vergessen hatte. Und jetzt habe ich mal das Panzerschwert ausgerüstet, damit wir das endlich mal lernen. Kann ja nicht sein. Ne? Geht ja nicht. Okay. Deswegen das Panzerschwert. Und zu den Materia ganz kurz noch. Ich habe die Automagie, habe ich noch zweimal gekauft. Die Automagie haben jetzt Tifa mit Heilen. Red mit Heilen und Aerith mit Behandeln. Wollte ich mal testen, wie das so ist. Ja, dachte ich, Automagie ist doch ganz cool, weil ich spiele so viel immer mit Cloud. Gerade jetzt, wo es so kleinere Gegner sind, nur. Da dachte ich, mache ich das mal. Ja, und wie gesagt, das Panzerschwert wegen dem Impulshieb. Ja, so sieht's aus. Da unsere Statuswerte wieder nicht so ganz so gut sind, die TP sind ziemlich niedrig, gehen wir jetzt nochmal ganz kurz in das Inn hier rein. Weil wir können, glaube ich, hier umsonst nächtigen und dann haben wir... Willkommen! Nächtigen Sie in unserer Herberge? Ja, ausruhen. Genau. Ja, müssen wir nichts für zahlen. Sehr gut. TP, MP wieder geheilt. Sehr gut. Ja, bevor wir jetzt uns hier weiter das Radioprogramm anhören müssen, gehen wir jetzt raus und ja! Ich überlege tatsächlich gerade, ich glaube, wir gehen zu Fuß dann zum Sumpf, in Anführungsstrichen zu Fuß oder mit Chocobo, damit ich noch ein bisschen den Impulshieb aufladen kann. Obwohl, ich könnte ja auch einfach, das Panzerschwert ist nicht so schlecht. Es ist nicht so viel schlechter, muss ich sagen, als das, wie heißt das andere Schwert noch? Als die Prachtklinge. Ja, so ein, ja, also geht, ne? Magische Attacke ist schlechter. Das Panzerschwert ist ganz gut ausgeglichen. Ich finde es gar nicht so viel schlechter als die Prachtklinge. Ja, dann brauchen wir uns eigentlich keine Sorgen machen. Dann lassen wir das Panzerschwert dran, dass wir den Impulshieb lernen und gut ist. Ja, dann können wir eigentlich auch schnell reisen. Dann brauchen wir jetzt gar nicht so viel zu... Menükarte war hier. So. Da brauchen wir eigentlich gar nicht lange rummachen. Dann können wir eigentlich direkt hierhin schnell reisen. Und kümmern uns direkt darum, was da jetzt so passiert, oder? Vielleicht so... Ja, vielleicht so davor. Komm, wir reisen hierhin schnell, dass wir so, ja, laufen. Nee, mit Chocobus. Ja, Chocobus. Dann, dass wir einen kleinen, also ein bisschen Weg dahin noch haben. Das finde ich ein bisschen cooler. Als wenn wir direkt in den Sumpfgebiet sind. Weil dann haben wir vielleicht hier... genau, hier zum Beispiel. Noch ein paar Gegner vorher. So, wollen wir doch mal direkt den Impulshieb machen hier, dass wir den lernen. Keine Chance. Boom! Der ist echt gut. Der macht halt auch Schock schnell hoch. Schock, schwere Not. Schluss mit lustig. Sehr gut. Das geht ja auch so schnell. Es ist vollbracht. Das geht ja auch so schnell mit dem Lernen. Also, ich glaube, da brauchen wir nicht viele Gegner. Dann haben wir den Impulstrieb auch schon drauf. Wobei das ikonische Panzerschwert ist schon cool, ne? Boah, ist so riesig einfach. Hier ist ein Moos. So, den wollen wir auch noch haben. Impulstriebe. Ziemlich spannend. Los geht's!
Alles schon weg? Ach nee. Vergiss immer, dass die sich eingraben, ey. Das hat geklappt. Ja, das hat wirklich geklappt. Es ging auch sehr schnell. Schokobom. Mie. Qui. Ich mache immer Mie, aber die machen ja Qui. Also mit K. Qui machen die. So, hier waren wir vor langer Zeit und brauchten die Schokobos und haben dann so viel andere Aufgaben zwischendurch gehabt. Ja, dass wir... Ich habe übrigens gelesen, dass dieses goldene Sternchen, was da ist, ne, also hier auf der Seite oben links und hier rechts beim Titel drin, dass das bedeutet, dass wir das extra gut gemacht haben. Also, dass wir den höchsten Rang des, ja, abgeschlossen haben, der Aufgabe, ja, den man so haben kann. Man kann wohl Aufgaben auch schlechter abschließen. Finde ich sehr interessant. Ja, ich glaube, mehr wollte ich gerade, glaube ich, gar nicht. Ja. Ich habe alles gesagt, meine ich, was ich sagen wollte. So, alte Anlegestelle. Dann schauen wir doch mal. Bin sehr gespannt. Oh, hier ist was. Dann wollen wir erst wittern. Da lang. Dreh dich mal, Schokobo. Das ist aber weit, oder? Ja, ach komm jetzt. Also, bitte. Hä? Warum zeigt der jetzt zurück? Der zeigt das... Hä, sind wir genau da? Wir sind genau da, okay. Plippling. Qui, Segen des Planeten. Ich hätte gerne Gnade des Planeten. Kriegt man bestimmt auf der anderen Seite des Sumpfes. 100 pro. Oh, hier ist so duschbar. Ich finde es ja cool, aber es ist schon echt duschbar. So, und wir können jetzt mit den Schokobos endlich hier rüberschwimmen. Endlich. Finally. Hey, was ist das denn für eine... Was wird uns denn da angezeigt? Ach, hier unten. Da müssen wir hin. Okay. Das ist aber weit. Aber hier, das ist erstmal interessant. Das ist die Jagd 3. Was ist das? Ach, das sind die Moos. Besondere Moos wahrscheinlich. Okay, was haben wir noch? Ah. Hier einmal das Esper, den Schrein. Und noch eine, hier, ne? Eine Quelle. Da kommen wir ja relativ schnell dran. Bin ich gespannt. Ob wir das jetzt wirklich so, ob wir wirklich so schnell da rankommen. Soll ich jetzt hier einfach rein ins Wasser mit den Schokobos? Anscheinend. Okay. Ja, was machen die denn, die Viecher da hinten so? Ist ja lustig. Ein bisschen Angst hier irgendwie. Ich würde sagen, wir gehen erstmal den Kampf da hinten machen, ne? Das ist hier so nebelig und so. Das fühlt sich nicht gut an. Es fühlt sich an, als wird hier was passieren. Okay, da sind sie, die Moos. Na dann wollen wir doch. Huch, ich wollte absteigen, eigentlich. Ab kämpfen. Hier ist Vorsicht geboten. Seltene Moos-Spezies identifiziert. Rufe Datenverzeichnis auf. Den stets wachsamen Moo entgeht nichts und ihr Gedächtnis ist legendär. Für ihre Beute gibt es kein Entkommen mehr, wenn sie die Fährte einmal aufgenommen haben. Sie greifen übrigens immer in der Gruppe an. Ihr unterirdisches Höhlensystem, das sogenannte Moon-Netzwerk, ist genauso komplex wie das Informationsnetzwerk, das mein Meister und ich aufgebaut haben. Mit ihrem buschigen Schwanz sehen sie verdammt süß aus. Davon sollte man sich aber nicht täuschen lassen. Wenn wir mehr Daten sammeln, wäre es uns möglich, die Funktionsweise des Moon-Netzwerks besser zu verstehen. Damit könnten wir auch unser eigenes Netzwerk weiter ausbauen. Das Moon-Netzwerk. Ich wollte sie mal eben zu Ende reden lassen. Okay, mache den Gegner gefrorene wie brennende schockanfällig. Okay. Schocke einen Gegner, erledige alle Gegner innerhalb des Zeitlimits. Alles klar. Na dann, wollen wir dann starten. Biologische Daten werden analysiert.
Das war's! So, ich habe Cloud übrigens Analyse gegeben, weil, ja, ich finde, das macht mehr Sinn, dass er das hat. Nur kein Über. Wollen wir mal schauen. Oh, guck mal, stark Resistenz gegen Feuer, Blitz und Wind. Nur wirksam ist, sogar gegen Angriffe, also gegen normale Angriffe. Und wirksam ist nur Frost. Interessant. Eine seltene Mu-Unterart mit der Aufgabe, die Tunnel der Mu zu bewachen. Dieses Exemplar kümmert sich um Tunnel, die in gefährliche Gebiete mit Magma oder Eis führen. Aha. Nutze die elementaren Schwächen dieses Wesens aus und schüchtere es mit starken Angriffen ein, um es aus seiner Höhle zu treiben und es schockanfällig zu machen. Okay. Okidoki. Ja. Eieiei. Ganz schön am Flame hier. Ich weiß gar nicht, hast du auch Eis oder irgendwas? Oh. Warum haben die jetzt mit Eis angegriffen? Okay, ich kann nur Antidot machen. Ja, mach, soll sie ein Chronofeld machen? Ich übernehme das. Oh, der ist schon tot. Okay. Ich mach das. Okay, schockanfällig. Wird nicht so leicht anscheinend. Lamu heißt es übrigens. Erstarre! Also Lava-Mu oder sowas? Okay, mache schockanfällig. Aber das ist doch schockanfällig. Jetzt habe ich den Gegner geschockt. Das ist aber krass. Alles geht. Reicht wieder nicht. Okay, den oberen. Gefrorene wie brennende. Ich verstehe es nicht so richtig. Ich mache halt weiter mit Eis. Es wird kalt. Jetzt! Ah, ja, nein. Nee, haben wir nicht geschafft. Zielvorgaben können wir auch später noch nachholen. Ja. Wie jedes Mal mache ich das außerhalb der Folgen. Hat ja bisher ganz gut funktioniert. Oh nein, ich will nicht quatschen. Nein. Kann ich das abbrechen? Bravo! Nee, das war ein fantastischer Kampf! Diese Daten sind unglaublich wertvoll! Mein Meister hat damit eine neue Kampfsimulation erstellt. Yay! Bitte probiere sie einmal aus, ja? Nein! Ja, doch. Damit wäre alles gesagt. Es gibt nichts, was ich noch hinzufügen könnte. Okay, interessant, die zwei. Okay. Ja, also ich kann die skippen, ne? Ich kann natürlich das Labern vorskippen, aber das ist ja irgendwie doof. Ich würde sie gerne so leiser machen, so wie Shedley, die Mai leiser gemacht hat. Magisches Pulver, okay. So, lass mal schauen. Hier ist das Esper-Ding in der Nähe. Okay. Gucken wir mal, ob wir das hier irgendwo sehen. Was war das? Hier ist aber komische... Ach, das war die Musik, die nur an der Stelle war. Okay. Es ist so still hier, ist so komisch. Galoppieren. Ich komme hier definitiv nicht hoch, ne? Nee, es ist Fels. Okay, sorry wegen der komischen, wackeligen Kamera. Na dann, wollen wir weiter schwimmen. Es ist sehr unangenehm, hier zu sein, irgendwie. Sehr, sehr unangenehm. Segen des Planeten. Na toll. Ich will Gnade des Planeten, please. Hallo ihr. Ihr fliegt ja gar nicht weg. Ah, jetzt fliegen sie weg. Na gut. Okay. Hier sind so alte Ruinen. Ach, das ist das hier. Okay, da muss ich auf jeden Fall rum. Da muss ich hier schwimmen. Also der Schokomons schwimmen. Also, ich bin ja nicht überzeugt. Sümpfe können schließlich bodenlos sein. Mm. Und dann schwimmt da auch noch diese Riesenschlange drin rum. Mm. Aber für die Chocobos sollte es kein Problem sein. Vertrauen wir ihnen einfach, ja? Quie! Da ist ein Leitstein. Aber Barrett, ich verstehe das. Ich habe auch schon Angst. Ich habe auch Schiss, wollte ich sagen eigentlich. Bumm! So, dann zeig doch mal. Früher glaubten die Menschen, dass der Zorn des Titans verantwortlich für Erdbeben sei. Das Erntedankfest in Kalm wurde ursprünglich abgehalten, um Titan ein Opfer darzubringen und ihn damit zu besänftigen. Okay. Oh nein, ich wollte absteigen. Ich muss absteigen, bitte. Ich muss hier hochklettern. Okay.
gespannt. Na los. Ist gar nicht gelb, ne? Hier das Kletterding. Sonst sind die immer so gelb gekennzeichnet. Ah, wo kommt der Schokobo her? Kann der fliegen? Was ist hier am Ende? Oh, das ist hier gruselig. Aber ich mag's voll. Ich find's so cool, weil wir jetzt immer so viel so, ja, so viel so bunt hatten mit Blümis und so. Und hier ist das mal ganz anders jetzt. Ich steig jetzt trotzdem nochmal auf den Schokobo. Oh, was ist hier noch in der Ecke? Warten Sie. Ach, ja, ich vielleicht... Nein, ich wollte absteigen. Ich glaube, ich lasse den Schokobo erstmal stehen. Das ist hier gerade ein bisschen interessanter so. Also leichter auch, zu Fuß lang zu laufen. Ach, hier ist das schon. Okay. Es geht immer so ab, Leute. Entspannt euch. Also ich finde das cool, aber irgendwie ist es auch ein bisschen strange. Ja, mal sehen, wie schwer es jetzt wird. Ich hoffe, ich krieg's hin. Okay. Oh, war knapp daneben, aber hat noch, also, ne? War knapp drin, so nicht daneben, weil das wäre ja auch vorbei, aber ich hab's hingekriegt. Ja, geil, wir haben Titan komplett geschwächt, in Anführungsstrichen, oder gestärkt, wie man's nimmt. Hat Chadley was dazu zu sagen jetzt? Ganz sicher, ja, war mir klar. Dank deiner Hilfe konnte ich die Analyse aller Kristalle aus den Graslanden abschließen. Mhm. Damit kann Titan zu einem noch stärkeren Mitstreiter werden. Herzlichen Glückwunsch. Oh, aber dir fehlt noch die entsprechende Materie, wie ich gerade sehe. Versuch dich erstmal im Simulator am Kampf mit der Esper. Ja, die fehlt mir noch, weil ich sollte die ja schwächen. Das sollte ja was bringen hier, oder? Das habe ich doch richtig verstanden, hoffentlich. Komm, wir gehen mal hier wieder raus, Musik. Oh, hallo, Pico. Wie süß er da noch ist. Wir müssen jetzt hier aber eh wieder runter, denke ich mal. Weil... Ich weiß nicht, ob wir hier runter... Ach, guck mal, da... Moment. Ist das auch hier? Muss ich da durchgehen, maybe? Kann man hier weitergehen? Nee. Oh, die Musik. Ist gut, Spiel. Ist gut. Okay, das scheint da unten irgendwo zu sein. Oder da hinten. Irgendwo hier in der Ecke vielleicht. Hier so drumrum. Ach, guck mal, da oben ist irgendwas. Hm. Kann ich hier runterklettern? Natürlich nicht. Ich könnte hier ein Foto schießen, wenn ich wollte. Aber mache ich nicht. Dann gehen wir hier wieder runter, wo man runter kann. Oh! Mein Gott! Okay, das da habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Aber gut zu wissen, dass das geht. Okay. Ist auch komisch, dass das hier so abgesperrt ist. Ist hier die Schlange hinter? Was? Reite auf dem Schokobo, damit ich... Ja. Ach, okay, sonst erwischt mich die Schlange. Okay, ich verstehe. Ja, aber... Okay, wie... Ah, guck mal, da ist eine Truhe. Da ist irgendein... eine Waffe. Ein Weapon. Ein Weapon, wollte ich sagen. Was? Da vorne. Was ist da vorne? Sephiroth? Da ist Sephiroth. Wirklich? Den sieht nur er, oder? Nee. Ach, guck mal. Komm, so einer. Ja gut, das ist ja, ne? Also, ja, ich möchte ja nichts verraten, aber... Ja gut, okay, dann kämpfe ich kurz hier gegen die Moos. Es muss also sein. Gegen die Orks. Das war's. Lerne dem Impulshieb und dann können wir sofort dahin, ja? Keine Chance. Sehr gut. Ach so, ich kann noch nicht. Ja. Jetzt kann ich. Nicht weiter.
Schlucht ziemlich schwach. Das war's. Geschicklichkeitsbonus erhalten. Wir haben es aber noch nicht gelernt, ne? Nee. Okay. Ich bin jetzt mal gespannt, was uns hier erwartet. Wo ist die Person? Hä, ist das hier das... War das das hier? Ach, da! Okay, oh Gott. Boah, wie gruselig, oder? Moment, ich will hier eben einmal die Truhe mir angucken. Ich will wissen, was da für ein... Großkaliber! Oh, was Neues für Barrett! Okay, Leute, Moment. Oh, ich bin irgendwie nervös. Ich bin richtig nervös, Leute. Zeig mal. Großkaliber. Extra... Fertigkeit Extra Magazin. Ein Gewehrarm, der aus einer Waffe der ehemaligen Republik gefertigt wurde. Oh, hübsch. So ein bisschen Steampunk-mäßig, ne? Lädt spezielle Munition, die die Attacke und das Schockpotenzial von Angriff und Feuerstoß erhöht. Geschicklichkeitsbonus: 20 Spezialgeschosse abfeuern. Mm. Ja, machen wir. Haben wir noch keine WP, ne? Können wir noch nicht anpassen? Oder? Können wir noch nichts machen? Ach doch, können wir schon. Schock nachladen. Lädt Feuerstoß auf, wenn ein Gegner in den Schockzustand versetzt wird. Oh. Magische Attacke, unumstößlicher Feuerstoß. Erhöht die Resistenz gegen Unterbrechung beim Schock. Beim Feuerstoß. Oh, das ist gut. Aber das ist auch sehr gut. Wir nehmen eher erstmal das mit dem TP. Okay, dann würde ich mal eben. Ah, ich weiß nicht. Ich wollte gerade wechseln auf Barrett, aber ich glaube, ich bleibe in der Konstellation. Ich traue dem hier allem nicht. Okay, dann gucken wir mal. Also, ich sehe kein Zephyros. Ich auch nicht. Nun, ich würde es ja erklären. Aber gut. Okay, wir können den nicht ansprechen, ne? Können uns nur neben ihn stellen und eventuell ein Foto machen. Die sind so gruselig. Dass der hier auch einfach so rumsteht. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, ey. Sie sehen keinen Zephyroth. Ja. Nun. Okay. Ich muss hier aber hinter. Ich muss da hin. Komme ich mit dem Schokobo hier irgendwie vorbei? Komme ich hier durch mit dem? Ja, sehr gut. Okay. Ich wäre auch da hinten durchgekommen. Okay. Was ist das da? Oh, was eine unangenehme Gegend. Quie! Gehe ich richtig? Ja. Oh, langsam, 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 langsam. Ist gut, ist gut, ist gut. Was ist das hier? Wir können hier auf jeden Fall hoch. Boah, renn nicht so schnell, Cloud. Hier wird es ein bisschen heller gerade. Oh, die Musik. Es ist so ein bisschen unangenehm, oder? Oh, ja, ja, genau. Da wollte ich auch hin. Danke, Eule. Vernebelte Wasseraufbereitungsanlage. Gefundene Schätze. Ah, okay. Wollen wir erstmal hier die... Muss das wirklich sein? Ja, ich muss Impulskrieg lernen. Oh. Jetzt zeige ich euch, was ich kann. Zack. Du schaffst das schon. Du bist dran. Ich übernehme. Oh, den habe ich nicht. Doch, ich habe ihn getroffen. Genug. Genug. Ah, Fähigkeit gemeistert. Sehr gut. Materia aufgestiegen, auch sehr gut. Ich würde aber eben jetzt mal nochmal zu der Gruppe wechseln. Wenn wir jetzt hier doch so noch ein bisschen kämpfen. Weil ich befürchte ja, wir werden gegen die Schlange kämpfen, ne? Ne? Also, deswegen. Und das wollte ich gerne in der Konstellation mit Aerith und Red machen.
Mit denen bin ich gerade ganz gut eingespielt. Okay. Ach so, hatten wir jetzt schon eine Truhe aufgemacht? Da war ja eine Truhe, haben wir die aufgemacht? Nee, da war sie. Okay. Ich bin irgendwie nervös. Es tut mir leid, aber ich bin nervös. Es ist sehr unangenehm hier. Orga-Reif. Okay, der hat nur... Nein, ich wollte ins Menü. Der hat nur zwei Steckplätze, aber maybe it's not bad. We will see. Oh, 24 Magie. Also magische Abwehr, so. Hm. Eulenreif. Also den könnte man auf jeden Fall Barrett geben. Finde ich ganz gut. Machen wir. Geben wir Barrett. Ach so, Barrett ist ja hier. Nee, ich wollte hier dahin, bitte. Ogareif. Jo. Cool. Okay. Ist hier noch irgendwas? Nein. Wie viel schätze? 3 Stück? Okay. Ja, hier geht's ja noch weiter hoch. Ja, ja, ich komme ja schon, Eule. Ich komme ja schon. Hier sieht's auch grüner aus schon. Hier ist der zweite Schatz. Zweiter von 3. Ether. Oh, hervorragend. Ether ist super. Hm, ich sehe aber gerade keinen dritten. Hä, wo soll ich denn hin? Hier runter? Ach, Tatsache. Ja, ja. Oh. Din, din, din. Oh, Barrett, ey. Mach mir nicht so Angst. Ach, kein Gnade. Der Gegenstand Salbei passt wieder nicht mehr. Oh. Pling. Sehr gut. Eine Gruppe hat 5 EP erhalten. Sehr gut. Oh, wir sind bald auf der dritten Stufe. Wir sind bald auf der dritten Stufe. Wild. Ja, war klar. Bla 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 bla. Cloud. Cloud. Ich habe die Daten der Lebensquelle analysiert. Auf diese Weise konnte ich einen neuen Synthesechip orten. Oh. Er liegt wohl an einem Ort für ausrangierte Makroleitungen. Vielleicht könntest du dort einmal vorbeischauen. Ein Schokobo bringt dich sicher schnell hin. Ui. Oh, das klingt gut. Ausgrabung 2, Deponie. Ach. Hm. Toll, da waren wir doch schon. Wo geht's denn hier lang? Sieht ja voll gruselig aus hier. Voll dunkel. Schokobo gibt mir Sicherheit. Kommt der hier nicht hin? Doch, da ist er. Ach Gott sei Dank. Okay, gut. Dann würde ich sagen, gucken wir jetzt hier nochmal auf dieser Insel, was da noch so geht. Ach so, nee, ich hab nicht alle... Moment, ich hab nicht alle Dinger. Warten Sie. Ich muss hier nochmal hoch. Stopp, 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 stopp. Ich muss hier nochmal hoch. Ich habe nicht alle Schätze gefunden. Habt ihr noch einen gesehen? Ich habe den übersehen. Hm. Aber der muss ja hier irgendwo sein. An dem... Da ist er doch. Da habe ich gar nicht hingeguckt. Auf die andere Seite. Oh. Supertrank. Ja. Okay. Mogelmedaille, sehr schön. Wie komme ich hier wieder hoch? Einfach so? Klettern? Ja, sehr gut. Alles klar. Ach, guck mal. Nee, die machen wir jetzt nicht nochmal. Okay, hier. Das ist die Insel jetzt vor uns. Okay.
Wollen wir da nochmal rüber schwimmen mit dem Schokoboot? Sehr unangenehm hier. Findet ihr nicht? Man hat so ein bisschen Schiss. Als ob gleich was passiert. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Alles klar. Oh Gott, ich hab mich erschrocken. Ist das zu fassen? Kann ich so wittern? Tatsache. Aber ich muss da hoch, 100 Pro. Irgendwo hier. Oh. Okay. Okay, Moment. Ganz kurz hier das Gemüse aufheben. Oh ja, Eisenerz. Scheiße, ich muss synthetisieren. Quie! Oh, 5 Stück? Oh, das ist gar nicht schlecht. Ich synthetisiere mal eben ein bisschen. Damit wir das weghaben. Oh, ich kann die ganzen Sachen nicht machen. Ich brauche Gnade des Planeten, Leute. Ist noch irgendwas zu hoch? Was ist das hier? Salbei. Aber das ist doch hierbei, oder? Salbei. Das Einzige, was voll ist, oder? Glaube ich. Ether können wir auch noch nicht machen. Supertrank. Segen des Planeten auch. Okay. Okay, alles klar. Gut. Weiter geht's. Da lang, ne? Ja, überall lang, sagen wir es so. Ist komisch, dass hier so viel abgeschottet ist. Ist so eigenartig, oder? Oh, unangenehm! Ich wollte aber eigentlich hier lang. Naja, ist ja eigentlich wurscht, wie ich auf die andere Seite der Insel komme. Komme ich denn hier hoch jetzt? Ja, komme ich. Komme ich hier dran vorbei? Komme ich auch. Okay. Da ist wieder der Genova-Typ. Ach nee, das ist der Baumstamm. Das sieht aber original so aus, oder? Man sieht den Baumstamm und denkt, da steht einer. Aber da steht der. Gut, okay. Oh, Gegner? Ja, ach komm. Ich bin gerade zu nervös, Leute. Echt, ich bin sehr nervös. Deswegen gehe ich auch gerade irgendwie hier im Kreis, habe ich das Gefühl. Ja, brauchst nicht rennen, brauchst nicht rennen. Oh, guck mal da. Das ist 100 Pro die Schlange jetzt, oder? Seht ihr das? Wir kommen hier auch nirgendwo mehr weiter. Okay. Ja, komm. Du stehst doch quasi vor. Jetzt tu doch nicht so. Kling. Nein, das Planeten. Ach, Smaragd, okay. Oh, das ist so unangenehm. Na gut. Ach so, Moment. Sekunde, ich wollte... So, falls es jetzt dazu kommt. Das sieht aus, als würde die da... Das ist die Schlange, oder? Seht ihr das? Boah, ich mach mir ins Höschen, wenn die jetzt hochspringt. Kein Jumpscare, bitte! Bitte kein Jumpscare. Bitte, bitte, bitte nicht. Ich glaube, wir haben es bald geschafft. Dann los. Leute, merkt ihr das nicht? Das habe ich sogar schon gesehen. Oh yeah, okay, los geht's. Hey, wo wollt ihr denn jetzt hin? Oh nein, Schokobus. Ja, geil, Leute.
Ab geht's. Er hatte sich als Insel getarnt. Danke, das sehen wir selbst. Passt auf. Okay, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich hab mich nicht informiert. Attacke! Boah, ist der groß. Okay, Analyse bitte erstmal. Jetzt hab ich keine Angst mehr. Jetzt ist es passiert, wisst ihr? Okay, Kopf. So, Midgard Sommer. Wirksam ist Frost. Schon wieder. Okay. Eine Riesenschlange, die in den Sümpfen beheimatet ist. Wer ihr Revier betritt, muss damit rechnen, erst um und dann verschlungen zu werden. Die Fangzähne sondern derartig viel Gift ab, dass es sogar die Wasserqualität in Mitleidenschaft zieht. Okay, krass. Füge ihr durch Ausnutzung ihrer elementaren Schwächen eine bestimmte Menge an Schaden zu, um diese Kreatur schockanfällig zu machen. Setze eine Synchrofähigkeit ein, um ihre Schockleiste sofort aufzufüllen. Aha. Okay. Kriegen wir hin. Und das mit Gift ist gut, weil wir haben ja behandelnden Auto-Magie. Sehr gut. Ah, ich bin so froh. Okay, kriegen wir hin. Abgefahren, gegen was die alles immun ist. Okay, ist halt ein großes Tier. Na, dann geht's los, Leute. Los geht's. Wäre halt cool, wenn noch... Oh. Eiskalt. Wäre noch cool, wenn die noch mehr Eis gehabt hätten. Aber gut, kann man nichts machen. Was? So, dann wollen wir den Impulshieb direkt mal verwenden. Ja. Nichts überstürzen. Oh no. Was passiert gerade? Zurück. Was war das? Oh, das sieht nicht gut aus. Oh, wieso ist das auf einmal so kalt? Bedeutet sicher nichts Gutes. Oh, warte. Blocken, ich wollte blocken. Alter, hab ich zu spät gemacht, ey. Fuck. Okay, Chronofeld bringt, glaube ich, nicht so viel, ne? Macht der Unschuld. Komm. Wechsel. Boah, die Musik, geil. Geil, die Musik. Töricht 2. Los, mach. In Stücke. Zeig's uns. Ich mach das. Ich muss aufpassen. Uns geht's nicht so ganz so gut. Die zieht viel ab, ey. Übernimm du. Jetzt zeig ich euch, was ich kann. Nee, lad mal noch auf. Oh, scheiße. Ich glaub, das war's. Nee, alles gut. So. Ah, ist doch nicht. Scheiße. War jemand anders. Aerith ist tot. Nein. Ich werde dich rächen. Nein. Oh mein Gott. Okay, es ist schwer. Ich habe irgendwie gerade gedacht, es ist einfacher. Bereit. Zieh dich zurück. Aufgeben. Los. Kommen wir jetzt besser dran? Aber aufpassen. Sieht immer noch hungrig aus. Oh, okay. Scheiße. Ich tu, was ich kann. Und los! Hilfe kommt. Ja, kommt Hilfe? Oh, ich möchte bitte Dingens haben. Okay, wir könnten einen heiligen Magiekreis machen. Ich muss irgendwie... Ich muss uns heilen. Hat sonst keinen Sinn. Cloud. Dann bin ich. Hab ich. Nee. Attacke! Ist die Farbe anders? Ja, ist die Farbe anders? Zeig's uns. Komm schon! Cloud ist. Verdammt! Ach, Cloud ist wieder da. Okay, gut. Gut. Können wir schon eine Synchrofähigkeit? Nee, das ist natürlich. Sie hat nämlich noch nichts. Heiliger Magiekreis machen wir bei Cloud. Übernimm du! Oh, das ist aber sehr, sehr weit weg. Shit. Auch das noch. Okay, es war ein bisschen dumm. Okay, was macht sie jetzt? Oh, ich kann was machen. Okay. Dann machen wir das doch. Mal sehen, ob es reicht. Los geht's! Ziemlich schwach. Okay. Volltreffer. Wer? Was macht sie? Das sieht böse aus. Mach das nicht. Nein.
Ich bin ein bisschen verwirrt durch diese Szenen dazwischen. Oh, ich will hitzefrei! Beenden wir es, solange wir können. Ich will hitzefrei, süß. Komm, mach mal ATP, ATP, ATP. Boah, bitte ATP. Es dreht sich. Nein, komm, ATP, mach auf. Ja, sehr gut. So. Oh, jetzt geht's ab, Leute. Gebet. So, nächster bitte. Mein Auftritt. Erbärmen schon genug? Töten. Was? Der Gegner sammelt offenbar Hitze. Leute. Oh. Genug? Geh mal in den Magiekreis. So, okay, warte. Wo ist er hin? Wo ist er? Ah, oh, oh nein, bitte nicht schon wieder fressen. Ich wollte gerade Angriff machen, ey. Ich leg los. Der hat den gefressen, oder? Der ist für dich. An Land, bevor es zu spät ist. An Land? Okay. Heieiei, ist aber unangenehm. Wieso? Oh, ich wünschte, ich hätte hier mehr mit Eis ausgerüstet, ey. Ich mach ihr mal ein Chronofeld. Weiß nicht, ob es was bringt. Oh, Barret wäre ein bisschen besser vielleicht noch gewesen, muss ich sagen. Schock! Nee, Schock! Ah, ich kann mit ihm noch nicht die Synchro-Fähigkeit machen. Egal, okay. Das ist unsere Chance. Und los! Geh hin! Das ist ein Cloud. Los damit. Ist der. Da ist Cloud. Genug. Komm, mach. Oh, viel ist nicht mehr. Viel ist nicht mehr. Schluss mit lustig. Verdammt. So, Synchro-Fähigkeit. Hier. Boom. Mir oh, ja, sehr gut. Okay, es war tatsächlich. Ich habe mich ein bisschen blöd angestellt und es war gar nicht so schwer. Aber wir sind auch. Ist der weg? Hochgestuft. Oh, das ist aber nicht so gut. Cloud! Cloud? Hat die den mit ins Wasser gezogen? Ach du Scheiße. Das ist Sephiroth, oder? Ja. Wusste ich's doch. Das lila, diese. Das, der lila Schein. Okay. Oh, das sieht aber cool aus. Aber wo ist Cloud? Er hat ihn gerettet. Nein! Oh nein!